Wir haben hier einen 67er Ford F250 V8 Automatik aus Kalifornien. Fahrzeug war ein ehemaliges Baustellenfahrzeug. Ich habe auch noch ein T-Shirt dafür von der Baustellenfirma, damit es einfach zum Schild passt. Man muss bedenken, das Fahrzeug ist über 50 Jahre alt. Über die Sitzbank ist eine Decke, weil die Sitzbank ja, das Kunstleder ist gerissen. Das Lenkrad sieht noch gut aus. Das Dash ist auch noch okay, wenn man bedenkt, Kalifornien und Sonne. Und vom Blech mäßig. Also der ist komplett eingewachst außen. Also die ganzen Blechteile sind alle hier eingewachst, damit die Korrosion, die leichte Flugkorrosion, also nicht weitergeht. Also hier sieht man auch der Schwellerbereich, alles noch richtiges Blech. Und auch die Türkanten. Drüben sieht es genauso aus. Wenn man jetzt mal unten schaut, auch hier die Unterkanten. Es ist alles Blech. Die Ladefläche ist beschichtet mit Ladenflächenbeschichtung, also nicht einfach Unterbodenschutz oder so, sondern das ist wirklich stoß- und schlagfest. Die Hecklampe habe ich gelassen, weil die Patina halt doch richtig geil war und ja, aber die Ladefläche, wenn man sie halt benutzen will, deswegen ist sie versiegelt worden. Da kann man sie halt wirklich noch benutzen. Die Felgen und Reifen waren jetzt nicht drauf. Die Originalen, die habe ich jetzt noch, aber ich finde, es steht ihm einfach so besser. Die passen auch drauf. Die schließen auch im Radkasten ab. Also die gucken nicht raus. Von daher kann man die fahren. Und passt halt einfach besser zu so einem großen, fetten Truck. Jetzt regnet es leicht, aber man sieht ja, hier perlt alles ab. Da sind jetzt zwei Wachsschichten, aber kein normales Wachs, also nicht so Wachs, was man fürs Auto nimmt, sondern wirklich Wachs zum Versiegeln. Und ja, da kann man jetzt noch zwei Schichten noch mal drauf machen und dann hebt es wirklich 2 Jahre. Da muss man nur einmal im Jahr eine Schicht drauf machen. Dann kann man den auch wirklich bei Wetter fahren. Dann macht es der Karosse gar nichts. Schauen wir mal im Motorraum. Ja, genau, hier ist noch ein kleines Löchlein. Aber ich finde, es passt zu dem Auto. Ich wollte es echt nicht zumachen. Es kann jeder selber überlegen, ob er dahinter was hinlegt und dann es versiegelt mit Wachs, mit Overtrol oder ob er es zumacht. Aber ich finde, es passt einfach zum Auto, zum Charakter. Deswegen habe ich es gelassen. Schauen wir mal in den Motorraum. Der Motor ist in den USA kurz vor Überführung ist er rausgekommen und ist überholt worden. Der hat jetzt eine neue Benzinpumpe drin. Der Vergaser ist nicht alt. Das ist ein Edelbrock-Vergaser. Der hat eine Edelbrock-Ansaugbrücke. Der Anlasser ist neu. Ja. Hat einen Bremskraftverstärker und Servolenkung. Können ihn ja mal anlassen. Sidepipes auf beide Seiten. Der Motor läuft richtig rund, richtig seitenweich, macht keine komischen Geräusche.
Machen wir mal wieder aus. Mal kurz Gas geben. Also ich sag mal so, ich biete das Fahrzeug jetzt für 5.900 Euro an. Klar, man muss ihn jetzt noch technisch noch durchsehen. Vorderachse muss eine Buchse bzw. zwei Buchsen müssen gewechselt werden, weil da schlagert er ein bisschen hin und her. Aber das kostet nicht viel. Die kosten, ich denke mal, also in den USA kosten sie 13 Dollar. Das sind rund 10 Euro, die, wenn wir die da drüben bestellen, dann sind sie innerhalb von 4 Tagen da mit Versand und Co. Dann liegt man so bei 25 Euro für die Buchsen. Die müssen wir machen. Ansonsten müsste man halt erstmal technisch oder beziehungsweise ja mal durchchecken. Ich meine, technisch Motorgetriebe läuft richtig gut, der schellt auch sauber, die Bremse funktioniert. Ja, aber für 5.900 Euro, so wie ich den jetzt anbiete, muss ich sagen, gibt es keinen zweiten hier in Deutschland in dem Zustand. Von daher, wer Lust auf sowas hat, auf so einen richtig bösen, fiesen Truck, also der kommt richtig fies live rüber, auf dem Video sieht man das gar nicht so, mit den dicken Reifen, der sollte ganz schnell zuschlagen, denn der ist bald weg. Ansonsten viel Spaß, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und ich wünsche euch noch schöne Weihnachten.